Kommt noch ein Video. Putzlich bitte. Achtung, die Lichtabsaugung wird deaktiviert. Ein weiterer netzpolitischer Abend, ein weiterer erster Dienstag im Monat. Wir fangen an mit den Kameras. Zwei kleine alte Canons, dazu Umsätze, Verlängerungen, Netzteile und Stative. Damit haben wir zwei Kameras am Start und dann geht's weiter mit dem Ton. Na, dann machen wir jetzt den Ton. Mikros einschalten. Mixer ist mittlerweile Software bei uns, also steht hier ein Hardware-Gerät, aber gesteuert wird es über Software. Hey, 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 hallo, hallo. So, einmal umlaufen, dass es nicht piept. Hallo, hallo, hey, hey, 1, 2, läuft. Hey, hey, 1, 2, läuft, läuft. Den Ton mischen wir zweimal, einmal hier, was ihr gerade gehört habt, für den Raum und dann noch einmal getrennt sozusagen für das Streaming-Signal. Ja, und das war es eigentlich schon. So, was brauche ich jetzt? HDMI. Jo. Und kaum macht man es richtig. So, hier haben wir das Mikrofon. Wenn das Licht leuchtet, dann ist es gemutet. Und wenn das Licht aus ist, ist es an. So, hallo, hallo. Und dann machen wir noch einen zweiten Soundcheck für den Ausgang vom Laptop. Ja, und in Pandemiezeiten haben wir natürlich auch deutlich mehr Videokonferenzen als vorher. Herzlichen Glückwunsch zur 100. Sendung von der Raumstation. Genau, und jetzt können wir endlich dieses furchtbare Putzlicht ausmachen und machen mal ein bisschen schöne Beleuchtung. Und wie immer ist noch was nachzuleuchten. Ein Hinweis an alle Sprecherinnen und Sprecher und überhaupt Menschen, die auf der Bühne sind oder so. Wenn es blendet, steht ihr richtig. Wenn es nicht blendet, sieht man euch auch im Stream so gut wie nicht. Dann wird es nämlich zu dunkel. Wir haben alle drei Kameras aufgebaut. Jetzt müssen wir die drei Kameras auch noch irgendwie steuern können. Dafür haben wir von Blackmagic die Atom Software Control. Grün ist Vorschau, rot ist heiß. Rot, der Media Player, den machen wir mal grün, dann springt hier das Bild um. Das ist jetzt in der Vorschau und auch gleichzeitig ist das der heiße. Ich kann es mit der Vorschau nochmal einer anderen Kamera zeigen. Wenn man jetzt Enter drückt, dann ist das Bild live. Ein Wasserzeichen, eine Senderkennung. Digigis at Seabase. Ist, glaube ich, die älteste Senderkennung, die wir haben. Die hat der Wetterfrosch mal gebaut. Auch schon ein paar Jahre her.
Jetzt sehen wir hier einen schwarzen Fleck. Da kommt normalerweise das Bild vom Speaker-Laptop an. So, jetzt ist der Speaker-Laptop auch wieder da. Das sind unsere drei Kabel von der Kamera. Das sind SDI-Leitung, 75 Ohm BNC-Leitung. Da geht das Kamerasignal durch, was wir halt einmal von HDMI auf SDI gewandelt haben. In unserer ATEM. Unser ATEM kann viermal HDMI und viermal SDI verarbeiten. Sprich, wir haben 8 HD-Quellen, die wir miteinander mixen können. Die Grünkabel kommt von unserer Roland VC1, da ist der Speaker-Laptop angeschlossen. Dann haben wir auf dieser Seite unsere Ausgänge. Da sehen wir einmal ein weißes BNC-Kabel, welches zu unserem Recorder geht, wo wir halt den Stream aufzeichnen. Das dicke HDMI-Kabel, das ist unser Multiview. Dieses Zehnfachbild mit den mehreren Kameras, was ihr gesehen habt. Und das kleine graue HDMI-Kabel geht zu unserer Video. Die Video streamt halt über Ethernet, übers Internet mit 5 Mbit zu dem Provider unserer Wahl. Bei der Produktion geht immer etwas schief. Entweder fährt die S-Bahn gerade vorbei oder Leute benutzen unsere Klingel. Daran erkennt man aber, dass wir wirklich live senden. Eines der nächsten beliebten Störgeräusche bei so einer Produktion ist unser Getränkeautomat. Listen. Ein Störgeräusch, was ihr alle kennt. Niemals Flaschen auf den Boden stellen. Eines meiner Lieblingsgeräusche kennt ihr auch. Cheers. Jo, normalerweise würden wir jetzt noch 50, 60 Stühle aufbauen, aber das brauchen wir heute nicht. Eine Sache fehlt natürlich noch, die kennt ihr alle aus dem Stream. Das Martelight. Ja, wir wollten euch mal einen kleinen Einblick geben in unser Schaffen. Wir haben es ja zum 100. Mal vorbereitet. Es hat auch wieder das 100. Mal wirklich Spaß gemacht. Und wir hoffen, dass das euch auch ein bisschen Spaß macht. Und seht uns nach, wenn mal was nicht so richtig funktioniert. Wir machen jede Show live. Es kommen immer wieder andere neue Situationen, die nicht vorhergesehen waren. Ob es nun ein Update von irgendeinem Betriebssystem ist oder ob ein Kabel kaputt geht oder ein Netzteil ausfällt. Wir haben es bis auf einmal immer geschafft, die Digiges durchzuziehen. Da sind wir auch ein bisschen stolz drauf. Also in dem Sinne, wir gratulieren der Digiges, wir gratulieren Netzpolitik. Vielen Dank, dass ihr so lange zuschaut und auf die nächsten 100. Herzlichen Glückwunsch! Toi, toi, toi! Ja, das war so ein bisschen ein Blick hinter die Kulissen. Für alle, die vielleicht den Netzpolitischen Abend wirklich nur aus dem Stream kennen oder aus dem Archiv, das ist ja eine der Hauptaufgaben, dass wir die ganzen Vorträge aufzeichnen und dass man sich auch im Nachhinein noch mal einen Überblick darüber verschaffen kann, was gerade aktuell in der Netzpolitik passiert oder was vor 10 Jahren passiert ist und wie Markus das so schön gesagt hat, was sich dabei verändert hat. Das war also so ein bisschen die Technik. Kann ich vielleicht 2, 3 Worte zu verlieren? Natürlich haben wir auch mit viel weniger Technik angefangen. Man nimmt das, was man hat und dann wird mal was gespendet. Das wird dann in ein vernünftiges Licht investiert oder in einen weiteren Umwerfer
oder man bekommt mal eine Spende und kauft sich dafür Kabel oder man macht auch mal andere Veranstaltungen für ja, Vereine, mit denen wir vielleicht sonst nicht auf so gutem Fuß stehen oder die vielleicht in der Netzpolitik eher auf der anderen Seite stehen, die aber Geld haben und die sagen, Mensch, wir würden gerne Veranstaltungen machen. Wir sagen, Mensch, wir brauchen dringend neue Technik. Ja, die Idee zu diesem Video kam eigentlich, als wir den 10. Geburtstag vorbereitet haben im Sommer. Und da war so ein bisschen die Frage, okay, wir sollten vielleicht auch mal was so ein bisschen drumherum machen, nicht ganz so stark auf den Inhalt konzentriert. Insofern ist das heute Abend ja auch so ein bisschen ein Meta-Abend, wo es mehr so drum geht. Wie sieht so eine Veranstaltung aus? Wie verändert sie sich über die Jahre? Was hat sie bei den Leuten bewirkt? Und als Sprecher habe ich gesagt, okay, dann überlege ich mir mal, was hat sie denn in der Seabase so bewirkt, diese Veranstaltung? Ihr wisst, wir sind eine Raumstation und als solche geben wir Raum. Und nicht nur Raum, sondern auch Infrastruktur. In dem Fall halt zum Beispiel zum Streamen und Aufnehmen und mit einer Bar und entsprechend Sitzplätzen und einer vernünftigen Leinwand. Mit dem Netzpolitischen Abend haben wir hier eine regelmäßige Veranstaltung, die die Seabase dann doch auch sehr stark inhaltlich geprägt hat, möchte ich sagen. Also waren schon immer politisch aktive Menschen hier in verschiedenen Zusammenhängen, ob das Piraten waren oder Bündnis gegen Überwachung und gegen Gesichtserkennung. Mit der Netzpolitik, mit der digitalen Gesellschaft und dem Abend hat sich aber hier halt wirklich so ein Zentrum rausgearbeitet, wo sich die Menschen treffen und wo viel Ideen ausgetauscht wurden, wo Forderungen weitergegeben worden sind, wo man sich informieren konnte. Das Ganze sehr niedrigschwellig, also auch wenn man nicht im Thema drinsteckt, kann man mit den Abenden was anfangen. Das war für mich ganz wichtig, weil ich damals nicht viel Ahnung von der ganzen Materie hatte, aber ein Interesse. Und da kommt man sich auch nicht doof vor, wenn man hier sitzt und sich die Stories und Forderungen anhört. Und so haben dann immer mehr Leute von der Seabase auch Kontakte geknüpft und man ist dann irgendwann nicht mehr alleine zu den Demos gegangen, sondern wir haben uns als Gruppe zusammengetan und haben Pizzakartons mit QR-Codes beklebt und waren in der tiefsten Kälte bei der Demo gegen ACTA auf der Straße und danach hat man sich hier getroffen und einen schönen heißen Tee mit rumgetrunken. Wir waren auch bei 36 Grad bei den Stop-Watching-Us-Demos dabei. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein Verdienst der digitalen Gesellschaft. Es ist so eine Story, wie sich Community entwickelt. Und es ist mir eine Freude und eine Ehre zu sagen, dass wir hier gerne den Raum für solche Veranstaltungen geben und damit die Community halt auch ein bisschen zusammenhalten können. Das ist jetzt im Moment vielleicht noch deutlicher, wo wir uns alle nur über irgendwelche Konferenzen und Jitsis und Big Blue Buttons sehen. Das Einzige, was ich versprechen kann, zum 111. gibt es eine fette Party hier. Bis dahin hoffe ich, dass ihr uns weiter im Stream zuguckt, das Archiv fleißig durchforstet und weiterhin für die digitalen Rechte kämpft. Vielen Dank.